Moin, moin, hallo zu diesem neuen Video. In diesem kurz erklärt, wie man in Random 2 den Ring der konstanten Variable bekommt. Los geht's. Es geht wieder nach Nerut. Dort müsst ihr euch zu folgendem Ort begeben. Dieser kann zu eurem Vor- oder auch Nachteil nicht nur in einem Dungeon spawnen, sondern gleich in mehreren. Laut Random 2 Wiki kann dieser Ort in folgenden Dungeons spawnen: Turm der Ungesehenen, Station Terminus und Ruhepause des Austrophaten. Ich füge der Sammlung noch den Dungeon Spektrum des Nexus hinzu und zeige es auch an meinem Beispiel. Habt ihr nun einen der aufgelisteten Dungeons gefunden, in meinem Fall ja der Dungeon Spektrum des Nexus, so geht es in den Dungeon hinein. Dort angekommen, lauft ihr durch den Dungeon in der Hoffnung, dass der Ort in eurem gespawnt ist, denn dies muss er nicht. Dies liegt an der Zufallsgenerierung von Random 2. Habt ihr den Ort gefunden, so folgt ihr folgenden Weg. Unten angekommen findet ihr den Ring der konstanten Variable. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bei Fragen stellt diese gerne in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.